Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte heute ein Thema besprechen, das sehr viele Menschen angeht, mich persönlich auch. Und dieses Thema liegt mir auch sehr am Herzen. Ich wollte dieses Thema schon vor langer Zeit besprechen, habe aber keine Möglichkeit bekommen. Das Thema ist Body Positivity. Auf Social Media ist dieses Thema sehr gefeiert und sehr gelobt, aber wirklich, ich glaube nicht, Body Positivity steht für Menschen, die eine Einschränkung haben, zum Beispiel einen Arm verloren oder ein Bein verloren haben oder eine Krankheit haben. Und nicht dafür, dass Menschen diesen Hashtag und diese Bewegung ausnutzen, wie es die meisten Menschen auch tun. Body Positivity bedeutet für mich, dass diese Menschen genauso akzeptiert werden sollten wie andere Menschen. Dass diese Menschen nicht einen Hashtag bekommen wegen ihrer Einschränkungen. Weil diese Menschen sind ja auch nur Menschen. Und das sollten wir auch so lassen. Schönheitsnormen sollten aufgebrochen werden und nicht veraltet sein. Gehen wir mal durch ein Modemagazin. Auf durchschnittlich 150 bis 200 Seiten werden Sie Models sehen, die der Schönheitsnorm entsprechen. Also groß, schlank, weiß, Sixpack. Aber ja, wofür? Das sind einfach veraltete Schönheitsnormen, die noch immer geblieben sind. Gerade bei Männern. Männer sollten in der Regel groß, schlank und stark sein, damit sie ihre Familie ernähren können oder auch schön können. Aber ich finde noch immer, dass es veraltete Schönheitsnormen sind. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben viel mehr Freiheit. Menschen können sich so zeigen, wie sie wirklich sind. Zum Glück. Wir sind alle wahnsinnig tolerant und offen, scheinbar. Aber sind wir das wirklich? In meinen Augen hat doch die Toleranz und Body Positivity ihre Grenzen. Sehr oft wird das Argument Gesundheit vorgezogen. Aber wer sind diese Menschen, dass sie mich und meinen Körper so beurteilen können? Ich meine, mein Körper ist ja meine Entscheidung. Warum nehmen sich, wir leben in einer Gesellschaft, die nach Äußerlichkeit von frühester Kindheit an beurteilt. Wir werden in Zahlen und Größen gemessen. Ist man außerhalb der vorgesehenen Schönheitsnorm, wird man als unmenschlich und als Mensch wird man da weniger wert bezeichnet. Oft spielen auch die Eltern eine große Rolle, eine sehr große Rolle. Die Eltern wollen, dass es so ist, wie es in der Gesellschaft akzeptiert wird. Dass es einer Norm entspricht. Sie wollen das Kind nicht das Kind sein lassen. Weil man kann auch im jungen Alter bestimmen, wer man ist und was man ist. Während Frauen zum Glück ermutigt werden, ihren Körper so zu lieben, wie er ist, ist das in der Männerwelt noch nicht ganz angekommen. Werbungen, Magazine und Social-Media-Videos zeigen uns durchdringende Schwäche Männerkörper. Der Druck, der auf Männern lastet, die dieser Norm nicht entsprechen, ist riesig. Doch das darf man natürlich nicht äußern, weil Unsicherheiten kennen Männer doch nicht. Unsicherheiten sind doch Frauen-Themen. Aber wieso eigentlich? Ich teile sehr viele Unsicherheiten mit diesen Männern, weil ich selber dicker bin. Das kann man auch unschwer erkennen, aber sollte ich deswegen tagtäglich in meiner alten Schule diskriminiert werden? Ich wurde auch manchmal von Lehrern, von meiner Religionslehrerin auch diskriminiert. Das war ein totales Drama. Ich finde, dass Männer sich so zeigen sollten, wie sie wirklich sind und nicht sich so zeigen, wie es ihnen das Internet oder andere Menschen vorschreiben. Männer haben so viel Diversität und Männer sollten so sein, wie sie immer gewesen sind. Egal ob dick, schlank oder groß. Die wenigsten Männer erhalten Zuspruch, wenn sie ihren Körper posten, der nicht perfekt trainiert ist. Niemand kommentiert, wow, so inspirational oder love your confidence. Das passiert einfach nicht. Bei meinem Selbstexperiment, ich habe selber so ein Bild gepostet mit dem gleichen Hashtag. Niemand hat sowas kommentiert. Ich habe nur Hate-Kommentare bekommen. Das ist unbeschreiblich, weil das sollte nicht so sein. Das ist nicht okay, weil wenn ein Influencer sowas macht, bekommt er Zuspruch. Und deswegen sollte Body Positivity für Männer
nicht nur ein Gerücht sein, sondern auch die Regel in allem. Es gibt Männer, die, aber es gibt dennoch Hoffnung auch für Männer ohne strahlende Sixpacks. Langsam erreicht die Body Positivity Bewegung auch die Männer. Langsam aber sicher. Zum Beispiel hat das Unterwäschelabel der bekannten Sängerin Rihanna auch dicke männliche Models präsentiert. Der Aufschrei der Begeisterung und gleichzeitig Empörung war sehr groß. Menschen haben es gemocht, aber manche Menschen auch nicht. Der Spalt zwischen mögen und hassen war sehr groß. Zum Beispiel Models, viele Männer waren begeistert, endlich Models zu sehen, die wie sie aussehen. Ein normales Model. Normal. Endlich haben auch Männer wie sie oder Jungs wie ich das Gefühl, dass die Modewelt auch für sie produziert. Dass wir Teil davon sind. Danke, ich war Philipp Petranski.